Ein herzliches Hallo, ihr Lieben. Ich grüße euch und heute habe ich etwas ganz, ganz, ganz abgefahren, ganz Besonderes für euch. Ein ganz wundervolles Geschenk, ein Seelenimpuls, mal auf eine etwas ganz andere Art und Weise. Und zwar bin ich hier in Grafenwiesen, in dem wundervollen Elfenhain. Und hier gibt es wirklich viele Elfen und Feen und natürlich viele Bäume, viele Steine. Und das ist auch der Punkt, was ich dir heute schenken möchte. Ich möchte dir heute einen Seelenimpuls schenken. Und zwar mit Steinen und Bäumen. Das heißt, wähle eine Zahl, die schreibe ich noch, die verlinke ich noch, beziehungsweise schreibe ich noch hin, weil ich bin noch nicht fertig. Hier gibt es so viele wundervolle Bäume und Steine. Und wähle eine Zahl aus und hole dir deine ganz persönliche Botschaft von dem bestimmten Baum ab. Und lass dich überraschen, es sind so wundervolle Botschaften dabei. Ach, da geht einem das Herz auf und das ist echt was ganz, ganz Wundervolles. Dazu kommt noch, dass auch eine Inspiration kommt, welches Chakra mit dem jeweiligen Baum, mit der jeweiligen Botschaft gestärkt wird. Das ist auch nochmal ein sehr, sehr wertvoller Impuls. Also, lass dich inspirieren, genieße und hey, dann setz das Ganze natürlich auch in die Tat um. Also, viel Spaß dabei. Und hier ist der Bambus. Und der Bambus hat folgende Botschaft. Ich bin das Sinnbild für langes Leben. Erkenne, alles hat seine Zeit. Schau auf das Wesentliche. Befreie dich vom Zwang des Niederen. Du wirst oft konfrontiert durch Kleindenkerei. Ich verleihe dir die nötige Freiheit, Festigkeit und Flexibilität, um deine Ängste zu überwinden. Und gestärkt werden das Halschakra, das Herzchakra, Solarplexus und das Wurzelchakra. Und wir kommen zum nächsten Baum. Und der ist der Walnussbaum. Der ist hier noch klitzeklein. Aber hier seht ihr die Erklärung dafür. Und zwar der Walnussbaum. Ich vertrete die Eigenschaft Geduld, Weisheit und Vertrauen. Ich helfe dir, dass dein Glaube wächst und du Mut hast zu vertrauen. Mit um Weisheit in deinem Denken und Handeln. Und dem, der bittet, dem wird gegeben. Erfahre meine Hilfe in deinen Veränderungen und den Anpassungen neuer Gegebenheiten. Und hier, das stärkt das Herzchakra und das Solarplexuschakra. Und hier kommt der nächste Baum. Und der nächste Baum ist der Ginkgo. Und hier, Schönheit, Weisheit und langes Leben sind meine Attribute der Urkraft des Lebens. Wenn du mit mir in Kontakt bist, helfe ich dir, mit beiden Beinen mitten im Leben zu stehen. Du wirst immun und widerstehst den Versuchungen. Ich helfe dir auch, den Raum einzunehmen, den du brauchst, um in das All-Eins einzutreten. Und gestärkt werden folgende Chakren. Das Kronenchakra, das dritte Auge, das Halschakra, das Herzchakra, das Solarplexus, das Sakralchakra und das Wurzelchakra. Was für ein Hammerbaum, oder? Und es geht weiter. Diesmal mit der Eibe. Und die Botschaft: Du erfährst Weisheit und Erkenntnis. In deiner Handlungsweise wirst du flexibel. Du gewinnst Einsicht über das, was tatsächlich ist und gehst angefüllt mit inneren Frieden deinen Weg des Mitgefühls und der Vergebung. Du wirst dir deine eigenen Stärken bewusst und vertraust darauf. Und gestärkt werden das Kronchakra, das dritte Auge, das Solarplexus.
Und weiter geht es mit dem nächsten Baum. Und das ist meine absolute Lieblingsfrucht. Das sieht man hier noch nicht, das ist alles noch ganz klein. Das ist meine absolute Lieblingsfrucht. Und das ist hier der Feigenbaum. Ich bin das Sinnbild für Fruchtbarkeit und Glück. Ich gebe die Energie und Ausdauer, zur Tat zu schreiten. Tu es jetzt. Nimm die angebotene Veränderung dankbar an. Damit folgt dir das Glück auf Schritt und Tritt. Und gestärkt werden dein Herzchakra, dein Solarplexus und das Sakralchakra. Und es geht weiter mit der Kastanie. Und hier kommt die Erklärung. Ich helfe allem, was ist, sich zu reinigen. Dazu öffne ich in dir die Türe mit der Aufschrift Gedankenmüll, Kummer und Sorgen. Nimm den frischen Wind wahr, der durch dich weht. Deine Blockaden werden dir klar unterbreitet. Voller Mut und Kraft schreitest du vorwärts. Und gestärkt werden das dritte Auge, Solarplexus und das Wurzelchakra. Und hier haben wir die Ulme. Und die Ulme, meine Energie und meine Existenz unterstützen die Kommunikation und die Beziehungen. Durch mich lernst du, dich in Klarheit und Wahrheit auszudrücken. Du findest das Wort, das die Herzen berührt. Und es stärkt dein Halschakra und dein Sakralchakra. Und das hier ist die Eberesche. Und hier ist die Erklärung dafür. Ich bin ein Glücksbringer, strahle Lebensfreude und Harmonie aus. Meine Bärenfarbe steht für Kraft, Liebe und Leben. Deine Wahrnehmungen werden intensiviert und dadurch verhelfe ich dir, alles aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten. Für die Energien der Natur wirst du dich leichter öffnen können. Unterstützend verstärke ich deine Inspiration und helfe dir, darauf zu vertrauen. Und gestärkt werden drittes Auge, Halschakra, Herzchakra und Solarplexus. Und nun kommen wir zu einem weiteren Baum mit einer weiteren Lieblingsfrucht, nämlich der Apfelbaum. Und hier gibt es die Beschreibung zum Apfelbaum. Mein Segen für diese Erde ist die Fruchtbarkeit und meine Frucht ist das Sinnbild der Liebe, Weisheit, Ewigkeit, lebensspendende Kraft, Fruchtbarkeit und Symbol für die Erdkugel. Sorge dafür, dass deine liebevolle Aussaat in Gedanken, Worten und Werken auch aufgeht. Erfahre die Tiefen des Seins in dir. Und gestärkt werden das Herzchakra, Solarplexus. Und wir sind beim nächsten angekommen und das ist der Birnenbaum. Und die Botschaft ist: Schau in den Spiegel deiner Seele und erkenne deine wahre Schönheit. Dein Wachstumspotenzial ist enorm. Ich stehe an deiner Seite und helfe dir, über dich hinauszuwachsen. Ich bin das Glück. Was immer du darunter verstehst, es ist jetzt da und klopft an deine Herztür. Erwache und öffne dich für dein Glück. Gestärkt werden das Kronchakra und das Sakralchakra. Und wir kommen zur nächsten und das ist die Stieleiche. Und hier ist die Erklärung dafür. Du spürst dich wieder und wirst stark. Verspüre die Leichtigkeit des Seins. Werde dir klar darüber, dass Gemeinschaft stark macht. Auch ich biete dir Fürsorge, damit du deinen Lebensweg meistern kannst, der vor dir liegt. Und gestärkt werden das Herzchakra
Solarplexus, Sakralchakra und das Wurzelchakra. Und zwischendurch gibt es auch eine Botschaft der Steine, des Granits. Und die Botschaft lautet: Ich verleihe dir Stabilität, Festigkeit, Zusammenhalt und Anbindung. Ich stärke die Sinne und verhelfe zu mehr Klarheit und Struktur. Du wirst ruhiger und ausgeglichener. Ich schütze dich von Ängsten, Melancholie und negativer Ausstrahlung. Und gestärkt wird das dritte Auge, Halschakra, Herzchakra, Solarplexus, Sakralchakra und das Wurzelchakra. Und es geht weiter mit der Zeder. Und die Botschaft der Zeder ist: In mir ist die Weisheit. Ich helfe dir, die Ursache deines Lebens auf Erden zu erkennen und mache dir deine eigenen Stärken bewusst. Sei bereit für Veränderung in deinem Leben. Erkenne den Zauber des Augenblicks. Dein Hörsinn wird geschärft, damit du das Flüstern deines Herzens hörst. Und gestärkt wird das Kronenchakra, das dritte Auge, das Herzchakra und das Solarplexus. Und nun kommt die Kiefer. Oder der Kieferbaum. Und die Botschaft: Durch mich erfährst du in der Vitalität und Kontinuität deine Lebensenergie. Das innere Auge wird geöffnet und du erkennst, dass alles eins ist. In der Verbindung mit mir nimmst du die Energie der gesamten Natur in dir auf. Und gestärkt wird das Kronenchakra, das dritte Auge, das Halschakra, das Herzchakra, das Solarplexus, das Sakralchakra und das Wurzelchakra. Nun kommen wir zur Lerche. Und die Erklärung: Ich stehe für Überschreitung von Begrenzungen. Du erkennst deine eigenen Selbstbeschränkungen und auch deine Großartigkeit. Du bekommst durch mich Mut, deine Ziele und Visionen auszuweiten. Voller Selbstvertrauen überwindest du Hindernisse auf deinem Weg. Und gestärkt werden das dritte Auge, das Halschakra, das Herzchakra, Solarplexus und das Wurzelchakra. Und hier kommt nochmal eine Steinbotschaft. Und das ist der Stein Basalt. Ich fördere die Intuition, den Weitblick und bei einigen die Hellsichtigkeit. Derjenige, der in seiner Entwicklung eine bestimmte Stufe erreicht hat, kann geöffnet werden. Es geht um das Erkennen der Lebensaufgabe, um Veränderung, Abriss alter Strukturen. Und ich sorge dafür, dass du zu deinen Entscheidungen feststehst und du angenommen wirst, wie und was du bist. Und gestärkt werden das Kronchakra, das dritte Auge und das Sakralchakra. Und hier kommt nun der Kirschbaum. Und der Kirschbaum, da geht es um Folgendes: Ich symbolisiere die Reinheit und die Schönheit. Ich bringe dir diese Eigenschaften, damit du deine eigene Schönheit und die Schönheit, die allem innewohnt, erkennen kannst. Dein Herz wird geöffnet und du erkennst dich selbst als die Liebe, die du bist. Und gestärkt werden das Herzchakra und das Solarplexus. Und wir kommen zum nächsten Baum. Und das ist die Pappel. Und die Pappel: Ich schenke dir Sicherheit.
Durch mich erfährst du die Klärung deiner einzelnen Energiekörper. Komm zu mir, dann wird dein Herz aufgetan und du erkennst, dass die Kraft in der Ruhe liegt. Und gestärkt werden das dritte Auge, das Herzchakra, Solarplexus, Sakralchakra und das Wurzelchakra. Und es geht weiter mit der Hainbuche. Und die Botschaft, das ist voller Schatten, aber ich lese sie euch ja vor. Spüre jetzt die goldene Mitte in dir. Lerne zu verstehen, was ganzheitlich bedeutet und werde eins mit der Natur. Dadurch eröffnet sich das Verständnis, alles hat seine Zeit. Und gestärkt werden das dritte Auge, das Herzchakra, das Sakralchakra und das Wurzelchakra. Und weiter geht es mit dem doch sehr lebhaften Holunder jetzt. Und die Botschaft des Holunders ist: Meine Kraft und Eigenschaften geben dir Stabilität in Zeiten der Veränderung. Ich bin dein Schutz und öffne dich für die Vergebung. Und gestärkt werden das Kronchakra, das dritte Auge, das Halschakra, das Herzchakra, Solarplexus, Sakralchakra und das Wurzelchakra. Und hier geht es weiter mit dem Ahorn. Wer kennt nicht das Ahornblatt? Das jetzt hier ziemlich windig ist. Und die Botschaft lautet, ist schlecht zu sehen, aber ich lese euch ja vor. Erweitere dein Herz, deinen Horizont, erlaube dir den Weitblick und sieh über deine Grenzen hinaus. Dehne deine Liebe und dein Vertrauen aus. Und gestärkt wird das Halschakra, das Herzchakra und das Wurzelchakra. Und es geht weiter mit der Pfingstrose. Und die Botschaft: Ich helfe dir beim Loslassen und Auflösen starrer, verkrusteter Strukturen durch die größte Heilkraft im gesamten Universum, der Liebe. Und gestärkt wird natürlich das Herzchakra. Nun kommen wir zu der Haselnuss, zum Haselnussbaum. Und die Botschaft lautet: Ein bisschen schlecht jetzt zu sehen. Und zwar: Meine Blüten sind Schönheit und meine Früchte Weisheit. Ich bin die Erkenntnis in der Schlichtheit und Unschuld. Wenn du mich zum Freund hast, bist du für immer versorgt. Ich bringe Inspiration und Magie in dein Leben. Und gestärkt werden das Kronchakra, das dritte Auge und das Sakralchakra. Und hier kommt die Tanne, eins meiner Lieblingsbäume. Und die Botschaft lautet: Ich bin die Lichtbringerin aus der Unendlichkeit des Lebens. Mit Hoffnung und Heil trage ich mit bei, das Leben auf Erden zu erhalten. Ich bringe dir das Licht, damit du erkennst, wer du bist, wo du hingehst, was du wirklich brauchst. Und gestärkt werden das Solarplexus, Sakralchakra und das Wurzelchakra. Und hier nun noch ein bisschen Entspannung mit Wassergeplätscher.